Schönen guten Tag, liebe Damen und Herren. Willkommen zu einer Präsentation von Playa Hotels and Resorts. Und heute werden wir uns vor allen Dingen um unsere Marken kümmern. Und im Abschluss werden wir einmal unsere Playa Rewards durchgehen. Es ist unser Belohnungsprogramm. Und wer dazu noch Fragen hat, bitte gerne bei mir melden. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dem Webinar. Wir haben auch ein paar schöne Videos dabei, also für jeden was dabei. Und warten noch kurz eine Minute und dann geht es auch schon los. So, herzlich willkommen zu Playa Hotels and Resorts. Ich werde euch heute in den nächsten 30 Minuten einmal durch unser Webinar führen und werde hierfür eben einmal alle unsere Marken durchgehen. Anfangen tun wir einmal mit meinem Namen. Mein Name ist Björn Nadolski. Ich bin der BDM für den Dachmarkt für Playa Hotels and Resorts. Hier habt ihr auch nochmal meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer für etwaige Fragen oder Probleme. Ich bin, wie gesagt, auch der Ansprechpartner für unser Belohnungsprogramm, das heißt playa-rewards.de, und werde ich am Ende nochmal drauf eingehen. Werden wir auch nochmal ein 8-minütiges Video anschauen, wo dann nochmal ein Großteil der Funktionen erklärt werden. Zuallererst, Playa befindet sich in drei Destinationen: Jamaika, Mexiko und Domrep, wie man sehen kann. Mexiko befinden wir uns auf der Yucatan-Halbinsel, vor allen Dingen auf der östlichen Seite, und in Mexiko ebenfalls befinden wir uns auf der Westseite, dem Pazifik, in Los Cabos und Puerto Vallarta zum Beispiel. In Jamaika befinden wir uns komplett auf der Nordwestseite der Insel und in der Dominikanischen Republik ebenfalls komplett auf der östlichen Seite. Hier haben wir dann einmal unsere sieben einzigartigen Marken. Ganz klar, bekanntesten sind die Hyatt und Hilton Resorts. Das sind auch unsere Fünf-Sterne-Marke. Aber ich fange gerne immer mit unseren jüngsten an. Das ist nämlich das Cedars Cancun Family Resort. Haben wir dieses Jahr dazu bekommen. Ein Vier-Sterne-Resort, 10-stöckiges Gebäude. Werden wir gleich auch nochmal erklären. Danach kommt dann das Wyndham Ultra. Wyndham Ultra ist ebenfalls unsere Vier-Sterne-Marke. Drei Resorts können wir damit in Mexiko anbieten. Und der nächste ist dann unsere Jewel Resorts, 4,5 bis 5 Sterne, gliedern sich dort ein. Einmal das Jewel Palm Beach und Jewel Punta Cana sind jetzt neu dazugekommen dieses Jahr auf der Dominikanischen Republik. Ebenfalls neu dazugekommen sind ein paar neue Hilton Resorts, unter anderem eben in unserer Hilton-Marke, aber auch Hyatt Ziva und Zilara haben neue Produkte bekommen. Eins davon zum Beispiel ist das Tapestry Collection bei Hilton. Und das Abschluss bildet dann unsere All-Inclusive bei Marriott Bonvoy, ehemaliges Sanctuary Cap Cana. Ist eine wirklich Schmuckeperle direkt in Cap Cana, 10, 15 Minuten vom Flughafen Punta Cana entfernt. Sehr zu empfehlen für die Leute, die das Geld haben. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist: Wieso Playa? Ganz klar, aus unserer Meinung sollte All-Inclusive immer die Erwartungen übertreffen. Und dazu gehören natürlich nicht nur sowas wie innovative Swim-Up-Suiten oder auch authentische Restaurants, aber auch erstklassige Spas gehören natürlich dazu, um auch hier der Familie oder auch den Erwachsenen eine Möglichkeit zu bieten, ein bisschen Kraft zu sammeln, sich zu erholen und auch einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Atemberaubende Kulissen direkt am Meer sind bei uns ein Must-Have. Heißt also, egal in welchem von unseren Playa Resorts ihr geht, ihr werdet immer wunderbare Strandlocation haben und werdet da natürlich lebendige Kultur, Live-Unterhaltung und vieles mehr überall genießen können. Unbegrenzte Gourmet-Menüs à la carte heißt natürlich auch hier: Wir haben nicht nur in jedem Resort natürlich mehr als drei, vier Möglichkeiten, essen zu gehen, ob italienisch, französisch, jamaikanisches oder einfach nur karibisch werden soll, haben wir alles dort. Und wenn man sich halt wirklich nicht entscheiden kann und sagt, man hat sowieso viel Hunger, man war auf einer Tagestour, können wir natürlich auch hier mit mehreren Restaurants gleichzeitig gehen. Allerdings muss man hier natürlich beachten, dass sowas wie das Teppanyaki, ne, das ist ja das Showcooking im japanischen Style, dass man dort dann auch rechtzeitig reserviert. Ich empfehle immer, direkt bei der Buchung zu reservieren oder wenn Sie angekommen sind, sollte mindestens 24 Stunden im Voraus sein, damit Sie auch den gewünschten Termin kriegen. Unbegrenzte Anzahl an Getränken, sowohl nationale als auch internationale Spirituosen, sind ebenfalls im All-Inclusive-Angebot eingegliedert. Brauchen Sie sich also keine Sorgen machen. Alles, was Sie in der Bar sehen, können Sie auch dort kostenfrei trinken. Es gibt natürlich auch dort wiederum Spirituosen, die nicht in dem All-Inclusive-Angebot eingegliedert sind. Das sind dann wirklich hochpreisige Spirituosen, wo dann ein Shot auch mal schnell 15, 20 € kostet. Haben wir selber auch genutzt, war wirklich schön. Es ist eben auch also möglich, auch etwas Hochpreisiges dort zu bekommen. Wie gesagt, das ist dann aber leider nicht inkludiert.
Zimmerservice ist sowieso 24 Stunden immer zur Verfügung, ist aber natürlich mit einer Room Service Charge verbunden. Circa $5 sind das jedes Mal, lohnt sich aber gerade, wenn man morgens zum Beispiel seine Ruhe haben möchte, noch ins Spa gehen möchte und auch einfach das Buffet-Restaurants mit der Lautstärke einfach aus dem Weg gehen möchte. Dann kommen wir hier zu einem kleinen Video. In diesem 4-minütigen Video werden einmal alle unsere Marken und ein Großteil unserer Resorts gezeigt. So, dann kommen wir auch schon zu unserer ersten Marke und auch unserer neuesten Marke, dem Cedars Cancun Family Resort. Seit diesem Jahr, Anfang des Jahres, endlich mit bei uns im Portfolio. Ein 10-stöckiges Gebäude und circa 15 Minuten vom internationalen Flughafen Cancun entfernt. Es ist ein budgetfreundlich und familienorientiertes Resort. Es ist ideal für Familien und Größe jeden Alters, die ein erschwingliches All-Inclusive-Erlebnis suchen. Heißt also, hier ist es natürlich auch Familien mit dem kleineren Budget ausgelegt und gerade das Cedars Cancun ist ein Resort vor allen Dingen für Kinder.
muss man ganz klar vorher erwähnen, ne? Es ist natürlich auch für die Erwachsenen frei und Raum geschaffen worden, aber man hat sich hier vor allen Dingen auf die Kinder fokussiert. Heißt also, von 4 bis 17 Jahren braucht man hier also keine Sorge tragen, dass es nicht unterhaltsam wird, dass es nicht lustig wird, sondern ganz im Gegenteil. Ein Drittel der Anlage wurde komplett für den für den Kinderbereich umgebaut. Heißt also, hier ist eine Kidzone geschaffen worden, von großen Indoor-Kletterparks über PlayStation-Spielen, Xbox-Spielen, über Slackline, Zipline, Minigolf. Gibt es also eigentlich eine ganze Menge Möglichkeiten, die Kinder zu unterhalten, so dass die auch wirklich dann für sich spielen können, neue Freunde finden, eben auch einfach ein bisschen Zeit für sich haben, so dass auch die Erwachsenen etwas Zeit für sich haben. Wir haben dafür einen großen Mainpool. Dort können die Erwachsenen wunderbar entspannen, natürlich auch direkten Strandzugang haben wir und natürlich auch einen Spa-Bereich. Hier bietet es sich dann natürlich vor allen Dingen für die Eltern ab, die Kinder mal einfach mal für 3, 4 Stunden spielen zu lassen und selber mal ein bisschen sich zu erholen. Und man kann sich natürlich immer abends oder auch tagsüber treffen und zusammen Aktionen planen. Aber es ist, wie gesagt, vor allen Dingen hier der Fokus auf die kleineren Gäste. Hinzu kommt noch, dass das Gebäude 10 Stockwerke hoch ist. Heißt also, man hat auch von oben eine grandiose Aussicht. Es gibt ja in Cancun nicht viele Häuser, die wirklich so hoch sind. Gerade in der Gegend, wo wir da uns befinden, ist das nicht der Fall. Heißt also, man hat da wirklich einen einmaligen Ausblick auf den Strand drumherum. Und die Anlage selber, dieses zehnstöckige Gebäude, ist in einem Stil eines Kreuzfahrtschiffes eingerichtet. Das erkennt man, wenn man drinnen ist. Wirklich sehr nett. Hat auch nochmal einen kleinen Touch. Gerade für Familien, die vielleicht das erstmal antesten wollen und gucken wollen, wie das sich für die Kinder eignet, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit. Hier haben wir einmal das Gebäude. Wie gesagt, hier haben wir den großen Mainpool. Er ist in 3 Bereiche unterteilt und tagsüber ist hier eigentlich immer nur in einem von 3 Poolen wirklich die ganzen Kiddies zusammen, sodass die Erwachsenen auch in Ruhe am untersten Pool zum Beispiel schwimmen können, aber eben auch einfach die Möglichkeit haben, sich hier zu sonnen. Wir haben auch eine große Whirlpool-Anlage natürlich vor Ort und wie gesagt, alles Weitere befindet sich dann im großen Gebäude. Dort haben wir auch eine große Food Court, ne? Und die ist kreisrund und da kann man eben von Chinesisch über Asiatisch, über Karibisch, über Europäisch alles essen. Also da gibt es in großen bleiben keine Wünsche offen. Dann springen wir auch schon zu unserer nächsten Marke, dem Wyndham Ultra. Wyndham Ultra hat sogar ein Motto, werden wir auch gleich nochmal zu kommen. Befinden sich mittlerweile 3 Resorts in der Mexiko, 2 Familienresorts und einmal ein FSK 18, heißt also hier wirklich nur für Erwachsene, befindet sich in Playa del Carmen. Und ansonsten haben wir noch das Wyndham Ultra Cancun, was das Mutterschiff darstellt, und das Wyndham Riviera Nayarit, was jetzt so neu dazugekommen ist letztes Jahr. Sind alles 4-Sterne-Resorts, wie gesagt, und betreuen für die Kleinen durch geschultes Personal von 4 bis 12 Jahren, aber auch eine Teenzone für Teenager mit Unterhaltungsmöglichkeiten wie Airhockey, Tischkicker und Konsolenspieler sind immer vor Ort da. Dann kommen wir auch schon zu unserer Bedeutung. Ultra bedeutet All-Inclusive Travel for All. Heißt also, hier wurde nicht nur auf die Kinder Rücksicht genommen oder vor allen Dingen fokussiert, sondern hier wurde wirklich für die ganze Familie ein schönes Familienerlebnis geschaffen. Heißt also, hier hat man nicht nur Möglichkeiten, zusammen was zu unternehmen, sondern auch, dass die Kiddies gerne alleine was machen können. Wir haben da gleich ein wunderschönes Foto, wo man sehen kann, wo die Kiddies sich den ganzen Tag rumtollen, ne? Eine wunderschöne, in Cancun zum Beispiel, eine wunderschöne, großes Piratenschiff, das wir gebaut haben, ne, wo da mehrere Rutschen dran sind, auch daneben eine Ritterburg, wo 2 Rutschen sind, wirklich genau das, was die Kinder halt suchen. Für die Erwachsenen auch natürlich hier wieder mehr der Fokus auf die Erholung und vor allen Dingen, wie man es erkennt, wenn man Familienurlaub macht, braucht man danach auch noch 1, 2 Tage zum Erholen, zum Ankommen. Hier wird man versuchen, natürlich dem schon etwas entgegenzuwirken und den Erwachsenen hier auch die gewisse Erholung zu bieten. Natürlich haben wir hier auch, wie jedes Resort, einfach einen Infopoint, wo man sich über Tagestouren informieren kann. Meine Empfehlung ist, bucht es immer direkt bei der Fahrt oder bucht es am besten im Hotel. Ne? Lasst euch auf keine windigen Geschäfte zwischen Tür und Angel auf der Straße ein. Hier haben wir einmal die Anlage und wie wir sehen können, haben wir auf der einen Seite nämlich die Bucht von Cancun und auf der anderen Seite das Karibische Meer. Und was man hier wirklich ganz schön hat, was man leider nicht sieht, ist weiter rechts, dort wo nämlich die blauen Liegen stehen, wo die Treppe ist. Dort, als wir dort waren, gab es ein klein abgesperrtes Areal. Es waren einfach ein paar Fischernetze, die auf 2 Metern oder 1,5 Metern Höhe gehangen waren und in einem Quader förmlich angeordnet waren. Wir haben uns natürlich auch gewundert, was dort los ist und uns wurde erzählt, dass das auch etwas ganz Besonderes ist, auch zu dem USP des Resorts gehört. Es kommen nämlich Lederschildkröten vorbei, die ihre Eier legen.
Heißt also, wenn man in den richtigen 2 Wochen dort vorbeikommt, sieht man, kann man nicht nur erleben, wie die Eier denn langsam rausgeholt werden. Das hat einfach die Gründe, dass diese Art auch unter Naturschutz steht und zu den gefährdeten Arten gehört und dass man hier eben besondere Rücksicht auf die Eier nimmt, sie alle ausbildet, um zu ermöglichen, dass die Tiere möglichst viele in die freie Natur zurückentlassen werden können. Da ja gerade Schildkrötenbabys eine Delikatesse für alles ist, was kreucht und fleucht, ne? Also ob es nun die Möwe ist oder ob es der große Fisch im Wasser ist, alle fressen sie die gerne und hier versucht man dem halt ein bisschen entgegenzuwirken. Heißt aber auch hier für die Kiddies ein wunderbares Naturschauspiel. Man sieht, wie die Eier einmal ausgegraben werden, ne? Wie sie dann in den Inkubator gelegt werden und wie sie dann auch nach 1 bis 2 Wochen alle zusammen entlassen werden. Wird alles mal abends stattfinden, also auch für die Kiddies müssten sie mal ein bisschen länger aufbleiben. Ich glaube, das war immer 20, 22 Uhr so. Kommt natürlich immer auch drauf an, das wechselt. Da wurde mir gesagt, dafür gibt es keine feste Zeit. Man versucht halt möglichst so zu schauen, dass alle Tiere gleichzeitig schlüpfen und keine zurückbleiben. Wie gesagt, ein einzigartiges Naturschauspiel und mir wurde auch versichert, dass es an dem Strand weiter keine größeren Gelege gibt, sondern die eigentlich alles mal bei Ihnen hier war und dass es eben auch die Auflagen waren, die Sie erfüllen müssen. Es ist wirklich ein einzigartiges Naturschauspiel, was man so gar nicht erwartet hätte in der Resort-Location. Dann machen wir auch schon den Sprung. Jetzt gehen wir etwas höher in den 4,5 bis 5 Sterne Bereich und kommen zu unseren Jewel Resorts. Was ihr dort seht, ist das Jewel Punta Cana. Und was gleich ins Auge sticht, bis auf natürlich die großen Wohnblöcke, ist es natürlich unser großer Freiform Swimmingpool. Es ist sogar einer der größten des Landes. Er ist fast durchgehend. Es gibt eine Trennung zwischen 1 Meter und 1,20 Meter. Heißt also, auch hier hat man extra nochmal für kleinere Kinder ein größeres Becken geschaffen. Ansonsten ist natürlich, wie gesagt, für jeden Erwachsenen 1,20 Meter, das geht gerade mal bis zur Hüfte. Da kann man dann wunderbar mit seinem Swimming, mit seiner Poolnudel oder mit seiner Luftmatratze in Ruhe rumtreiben. Vorne, wo man jetzt direkt vor uns auf das große kegelförmige Gebäude, was aus aus Stroh besteht, das Strohdach, ne, darunter befindet sich eine Bar und links daneben sieht man auch noch eine kleine weiße Plattform. Dort ist immer das Vibes-Team, so nennt sich das Jewel Vibes-Team und das ist eigentlich für die Animation dort zuständig. Ab 14 Uhr findet da dann immer die Animation am Wasser statt. Das ist den ganzen Tag Animation und sogar wenn es regnet, gibt es sogar einen Alternativplan für Indoor-Möglichkeiten, Indoor-Aktivitäten. Wirklich eine sehr schöne Sache. Der Strand ist ideal. Also für Leute, die die Wellen suchen, ist es nicht ideal, muss man dazu sagen. Es ist wirklich sehr flach. Man hat dort eine sehr flache Bucht. Heißt also, die Wellen kommen hier auch wirklich flach an. Ansonsten einfach ein bisschen weiter nach rechts gehen. Von hier aus gesehen nach links gehen, rum um die Kurve. Dort befindet sich der Macau Beach. Und da sind dann auch wirklich 2 Meter, 1,50 Meter Wellen, wo man also auch in Ruhe mit seinem Boogieboard etc., you name it, in Ruhe Spaß haben kann. Das Konzept von Jewel Resorts ist ein erschwinglich und familienfreundliches und altersunabhängige und nur für Erwachsene geeignete Angebote. Dieses wurde mittlerweile geändert und es ist nicht mehr nur all adults, sondern es ist tatsächlich ein Familienlocation geworden. Hat man extra auch noch ein paar Kinderbereiche geschaffen. Auch hier großes Piratenschiff, was man reingebaut hat. Und auch hier ist es möglich von 10 bis 20, 21 Uhr seine Kinder abzugeben und die eben der professionellen Betreuung zu übergeben, damit die Erwachsenen auch abends nochmal die Möglichkeit haben, vielleicht nochmal schön die Nieren zu kehren. Spaß in der Sonne auf einem tropischen Paradies, atemberaubende Strände, brauche ich gar nicht weiter erwähnen. Man sieht ihn ja, er ist wirklich wunderschön. Es ist fast gar kein Seegras da, obwohl wir auch in der Hauptsaison da waren. Dementsprechend wirklich sehr zu empfehlen. Es ist auch noch was fürs kleinere Budget. Man muss aber hier eben nicht auf so zu viel Luxus zu verzichten. Dann kommen wir auch schon zu unseren hochpreisigen Marken, angefangen mit unserem Hilton Resorts. Hilton haben wir insgesamt 4 Location mittlerweile, angefangen mit dem Hilton Rose Hall auf Jamaika. Da kommt das Hilton La Romana Family und Edit-Site in der Dominikanischen Republik dazu. Und das Hilton Playa del Carmen und das Yucatan Resort befinden sich ebenfalls, wie der Name es schon sagt, in Playa del Carmen, sind circa 5 Minuten voneinander entfernt und bilden somit das Schlusslicht. Auch hier 4,5 bis 5 Sterne. Es ist auch familienfreundlich und altersübergreifende und auch nur für Erwachsene zugängliche Angebote. Meint natürlich auch, all das, was wir hier im Wyndham Ultra und im Jewel schon angeboten haben, wird hier nochmal eine Stufe höher gesetzt. Heißt also einfach noch mehr Möglichkeiten, heißt einfach auch noch ein bisschen kostenspieligere Möglichkeiten, die man sonst in den anderen Resorts nicht geboten bekommt. Paare, Freunde, Familien, aber auch auf der Suche und erschwingliche Premium All-Inclusive-Angebote sind hier herzlich willkommen.
Da ist der Verkaufstrenner gerade im europäischen Raum das Hilton La Romana. Vielleicht einige von euch schon gebucht, vielleicht einige von euch schon mal besucht. Auf jeden Fall eine wirklich super Anlage. 2019 haben wir die aufgekauft, war ein ehemaliges Dreams La Romana. Haben wir dann innerhalb von einem Jahr die Edit-Zeit dazu gebaut, haben also nochmal mehr, fast doppelt so viele Schlafmöglichkeiten dort geschaffen. Das Areal ist wirklich riesig. Man läuft von dem äußersten Ende vom Osten nach Westen circa 10 bis 15 Minuten. Also es ist wirklich sehr lange. Es ist sehr verschlungen auch zum Teil. Also und es sind sehr viele Grünflächen. Hinzu kommt, dass wir jetzt seit Ende 21, im Dezember 21 ist er fertig geworden, unser Wasserpark im Hilton La Romana. Es ist der Verkaufsschlager schlechthin. Also es wurde ja vorher schon uns die Bude eingerannt und jetzt erst recht. Heißt also, man hat in Bayer Hiebel, so heißt der Ort dort vor Ort, gar keine andere Möglichkeit, zu einem Wasserpark zu gehen, sondern außer durch Resorts. Und wir sind tatsächlich das erste in Bayer Hiebel, was einen Wasserpark hatte. Mittlerweile gibt es natürlich auch andere Resorts, die einen haben, aber da waren wir damals noch ganz stolz drauf, dass wir die ersten waren, die es fertig geschafft haben, auch das die unseren Gästen zu ermöglichen. Hier haben wir einmal die Edit-Zeit, wie gesagt, 2019 dazu gebaut. Und was man ganz klar auch nochmal hier unseren Gästen erwähnen muss, die Angst haben, dass dort irgendwas vielleicht kaputt oder abgenutzt ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Es wird ständig gewartet. Und letztes Jahr hatten wir durch Sturm Fiona auch hier in der Ostküste von Domrep hatten wir wahnsinnig hohe Schäden. Also viele von den Dächern, die ihr seht, sind brandneu. Die wurden alle ersetzt, weil fast alle Dächer abgedeckt wurden. Die zweiten Etage, das oberste Geschoss war natürlich zum Teil überhaupt nicht mehr bewohnbar. Heißt also, hier wurden auch nochmal in den letzten Jahren ganz viele Renovierungen durchgeführt, Neusanierungen und dementsprechend erstrahlt auch nochmal das Areal und das Resort selber in neuen Glanz. Sehr zu empfehlen für Gäste, auch Gäste, die schon mal da waren, kann man gerne nochmal hinschicken mit der Aussage, dass sich halt doch einige Sachen verändert haben. Man hat natürlich auch hier nochmal ein bisschen in den Zimmern nachgeholfen und nochmal etwas nachkorrigiert. Dann kommen wir schon zu unserer Fünf-Sterne-Marke, dem Jewel Grand. Ein luxuriöses Fünf-Sterne-Erlebnis für alle Altersgruppen. Und das Jewel Grand, Montego Bay, befindet sich auf Jamaika, ist auch unser Mutterschiff. Wir haben mittlerweile die Jewel Resorts als Ableger, aber mit dem Jewel Grand fing damals alles an. Und es ist für Familien und Paare mit größerem Budget und die Luxus erleben wollen, ganz klar ausgelegt. Heißt also, auch hier muss man natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen, aber alle unsere Ensuite-Unterkünfte haben Butler-Service inkludiert. Hier muss man also für nichts bezahlen. Butler Service ist jeden Tag bis 22 Uhr für Sie zuständig und fängt morgens um 8 Uhr an. Ebenfalls haben wir dort Villen mit bis zu 3 Schlafzimmern, also auch hier größere Familien, Großfamilien durchaus möglich. Concierge am Strand und am Pool ist mittlerweile ja auch schon fast Standard geworden, aber auch nochmal wichtig zu erwähnen, also man muss sich hier um nichts kümmern, es sei denn, man möchte es. À la carte Restaurants von Weltklasse. Ich denke, da lasse ich lieber dann die Restaurants für sich sprechen. Ich persönlich bin ja ein Fan der französischen Küche und kann halt da immer nur jedem empfehlen, geht in die französische Küche, probiert es aus. Haben Sie es geschafft? Haben Sie es das auch übernehmen können aus dem europäischen Standard oder ist es halt nicht gelungen? Ich persönlich habe immer die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Essen perfekt sind, aber ein Großteil der Essen genauso wie im französischen Restaurant genossen werden können. Hier haben wir dann einmal die Anlage, wie man vorne sieht, noch mit den Wellenbrechern. Man ist hier also auch direkt an der karibischen Küste. Und sehr zu empfehlen ist es halt hier, wenn man über den Vollmond da ist, dann sind auch nachts natürlich die Wellen etwas größer und hat man hier halt die Möglichkeit, das direkt vom Hotel zu benutzen. Man ist innerhalb von 3 Minuten oben aus seinen Zimmern runter zum Strand gelaufen. Dann kommen wir auch schon zu unseren Hyatt Ziva und Zilaras. Hier haben wir noch eine Besonderheit. Das Hyatt Ziva und Zilara sind unsere eigenen Marken. Heißt also, wenn ihr Hyatt Ziva oder Zilara lest, wisst ihr immer, das ist Karibik, das ist immer Jamaika, Mexiko oder Domrep. Ziva steht dabei für unsere familienfreundlichen Resorts oder Family-Only Resorts. In dem Fall Ziva ist die haben wir eine wunderbare Eselsbrücke geschaffen zwischen Ziva und Kids. Kids hat 4 Buchstaben, Ziva hat 4 Buchstaben, kann man sich also wunderbar merken. Bei Ziva sind immer die Kiddies mit dabei und bei Hyatt Zilara Adults Only. Sie merken vielleicht schon, Zilara Adults haben ebenfalls beide 6 Buchstaben. Also kann man sich merken, Zilara Adults, Ziva Kids. So wird man am Counter nie wieder durcheinander kommen, ob man auch das richtige Resort vor der Nase hat. Das erwähne ich deshalb, weil wir einige haben, wie das Hyatt Ziva und Zilara Cap Cana, aber auch das Hyatt Ziva und Zilara Rose Hall. Das sind beide Schwestern-Resorts. Teilen sich das gleiche Grundstück und haben auch beide verschiedene, zwar zwei verschiedene Check-ins, aber arbeiten beide mit der gleichen Reservierung zusammen. Von daher kann schon mal durchaus passieren, dass denen die Buchung durcheinander kommt. So mit diesem kleinen Hilfstrick dürfte man aber den Großteil der Probleme vermeiden.
Neu dazugekommen jetzt ist das Hyatt Zilara Riviera Maya. Eröffnet wurde es im Dezember 2022. Es ist ein moderner mexikanischer Hacienda-Style, war auch ein ehemaliges Dreams, was wir komplett nochmal aufgehübscht haben. Es liegt direkt in der Riviera Maya, also tief im Mangrovenwald. Hier hat man tatsächlich, ist man tatsächlich abgeschottet. Das ist aber auch so gewollt. Für Gäste, die den reinen Tourismus suchen und die Souvenirs shoppen, empfehle ich immer, geht nach Playa del Carmen. Das ist auch von der Riviera Maya circa 20 Minuten, 25 Minuten nur mit dem Auto entfernt. Dort gibt es eine große Einkaufsmeile, die heißt die Fifth Avenue, und da kriegt jeder für die Familie zu Hause, für Souvenirsammler kriegt da alles, was er braucht. Also von Apotheke bis Nachtclub, you name it, is everything there, sagen wir immer. Und eben im Riviera Maya ist man tatsächlich abgeschottet, ist an seinem eigenen kleinen Privatstrand, hat aber auch hier eben, wie gesagt, die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu mieten oder auch einfach einen Transit zu nehmen und auch damit dann eben die nähere Umgebung auszukundschaften. Hyatt Zilara, ein Luxus nur für Erwachsene, anspruchsvolle Erwachsene, die sich entspannen, erholen und verwöhnen lassen. Heißt also ganz klar, hier versuchen wir ein bisschen weg von dem Party-Image zu kommen, sondern eher auf Erholung und Gelassenheit zu gehen. Exklusiv ist es wirklich nur für 18-Jährige. Atemberaubende Strandlage haben wir hier natürlich auch vor Ort. Unterkunftsmöglichkeiten sind ebenfalls upstandard und mit kostenlosen Minibars, die sind natürlich immer inkludiert, das ist ja nichts Neues, aber auch natürlich Spirituosen wie ein Whisky oder ein Rum werden Sie auch immer in der Minibar finden. Ansonsten Gourmet-Restaurants à la carte und 24-Stunden-Speisenzimmer ist im Zimmer ist ebenfalls möglich. Abendliche Live-Unterhaltung ist immer garantiert, also heißt, hier haben wir immer jeden Abend irgendwo eine Live-Unterhaltung, ob es nun ein kleiner Musiker ist, mit einer Geige oder eine Cellistin, die wir dorthin stellen, oder ob es halt wirklich die große Band ist oder ob einfach jemand Vokal singt, haben wir alles da. Wie gesagt, jeden Tag wechselt es und gerade am Wochenende lässt das Resort nochmal richtig zeigen, was es zu bieten hat. Hier haben wir einmal das, wie schon erwähnte, Hyatt Ziva und Zilara Cap Cana. Hier kann man ganz klar vorne erkennen, ein Großteil des Resorts ist reine Strandanlage, circa 2 Hektar reiner weißer Sandstrand, ist der größte, den wir auch bei uns in den Playa Hotels und Resorts im Portfolio haben. Und daher, wenn Sie Gäste haben, die einfach die Schnauze voll haben von diesen überfüllten Ostsee- und Nordseestränden, schicken Sie sie dahin. Wir haben auch gesagt, Sie erkennen ja die kleinen Liegen, die man da hat. Ich mit meinem Chef sind nach links und nach rechts gelaufen, haben uns mal gesplittet und tatsächlich, man hat die andere Person gar nicht mehr gesehen. Also ich musste mein Telefon nach 5 Minuten nehmen und ihn anrufen, weil ich ihn nicht gefunden habe. So groß ist der Strand. Ganz hinten in der Mitte kann man ganz klar nochmal unseren Wasserpark sehen. Auch dieser hier wurde im Hyatt Ziva und Zilara Cap Cana 2021 im Dezember fertig, wurden beide zeitgleich gebaut und haben es eben auch nochmal vor der Jahreswende geschafft, fertig zu werden. Hier also auch wieder die Möglichkeit von 10 bis 17 Uhr für die Kiddies Spiel und Spaß zu erleben. Mein Geheimtipp ist als Person, die schon mal vor Ort war: Wenn ihr im Hyatt Zilara Cap Cana seid, auf der linken Seite, und merkt, dass der Whirlpool-Bereich vielleicht einfach sehr voll ist, weil die ganzen Erwachsenen gerade sitzen nach dem Frühstück und nochmal ein bisschen entspannen wollen, vielleicht auch ein paar Erwachsene von drüben, von der Family Side rübergekommen sind, um sich hier zu entspannen, weil sie einfach dem Kinderlärm aus dem Weg gehen möchten, empfehle ich immer, geht rüber zur Hyatt Ziva Seite. Das dauert 2, 3 Minuten und ihr werdet erleben, dass meistens tagsüber in dem Areal fast gar nichts los ist. Es sind wirklich ganz wenig Kinder nur da und die meisten Erwachsenen kommen halt auch rüber zu der Erwachsenenseite, zur Zilara-Seite, weil sie sich mit Gleichaltrigen unterhalten möchten. Und deswegen, ich war selber im Whirlpool auf der Zilara-Seite, auf der Edit-Seite und hätte da irgendwie 5 oder 10 Minuten warten müssen, bis ich überhaupt in den Whirlpool komme und bin dann natürlich rübergelaufen und in dem anderen Whirlpool, also auf der Edit-Seite waren, glaube ich, 12 Leute drinne und auf der Family-Seite waren 4 Leute im Whirlpool. Das ist wirklich riesig gewesen, das Ding, also daher hatte man da konnte man damit voll entspannen und die 3 Kinder, die da waren, also mich persönlich hat es nicht gestört. Ich fand es sogar ganz okay, weil so war es nicht so totenstill in dem Laden. Hyatt Ziva ist ein luxuriöses, familienfreundliches Resort, 5-Sterne-Niveau für alle Altersgruppen. Heißt also auch hier für Mehrgenerationenfamilien, also auch Omi und Opi dürfen gerne mitkommen. Freundeskreise und Paare sind ebenfalls herzlich willkommen. Und es ist vor allen Dingen für Leute, die sich eine schöne Zeit machen wollen, aber auch um einen Ort, um Erinnerung zu schaffen. Atemberaubende Strandlage und kostenlose Unterkunftsmöglichkeiten, genau das gleiche wie im Hyatt Zilara, aber auch hier eben auf höchstem Niveau. Gerade eben, wer die Hyatt schon mal kennt, es ist klar auf amerikanischen Tourismus ausgelegt, aber gerade in den Hyatt Ziva und Zilara Cap Cana zum Beispiel haben wir auch sehr viele europäische Gäste. Dann kommen wir hier einmal zu unserem Bild und das ist dann einmal das Hyatt Zilara Cancun.
ganz klar erkennbar. Links ist wieder ist unser Rutschturm, den gibt es schon etwas länger. Hat auch tatsächlich diesmal nur 4 Rutschen, keine 5, kein Lazy River. Dafür aber eine große Spielfläche und auch eine große Kinder-Plunge-Area. In der Mitte sehen wir geradezu dann einmal unser großes Restaurant, sehen wir einmal unser Restaurant. Areal. Hier befindet sich der Italiener, der Franzose und der Mexikaner zusammen an einem Ort. Das ist, wie gesagt, sehr zentriert, wie man sehen kann. Und auch hier werden dann in der Nähe abends dann immer die Live-Unterhaltungen stattfinden. Alles in allem, wie man sehen kann, auch hier das Hyatt Zilara etwas außerhalb gelegen, nicht direkt in der Großstadt, auch schön im Mangrovenwald mit kleinem weißen Sandstrand, aber auch hier wieder die Möglichkeit, von Booten abgeholt zu werden und Tagesausflüge zum Beispiel auf die Insel Saona zu machen oder woanders hin, you name it. Dann kommen wir auch schon zu unserem Abschluss, dem Sanctuary Cap Cana. Wurde erst vor kurzem, vor circa einem Dreivierteljahr, in die All-Inclusive Collection von Marriott Bonvoy aufgenommen und ist ganz klar aufgelegt für frisch verliebte Honeymooners, Erwachsene, aber auch Pärchen, die einfach gerne ein 5-Sterne-Luxuserlebnis suchen in einer lustigen oder auch spaßigen Atmosphäre. Heißt also hier ganz klar, eins unserer USP, die ich Ihnen ganz ans Herz legen möchte, ist unten einmal unsere Schlossanlage. Was ihr dort seht, wurde alles für den Kommerz geschaffen. Es hat keine historische Bedeutung in der Hinsicht, dass man sagen kann, dass da früher jemand drin gelebt hat. Die Eigentümer haben 2015, als das Resort entstanden ist, festgestellt, dass es auf der Dominikanischen Republik nicht möglich ist, in einem Schloss oder einer Burg etc. zu übernachten. Hier in Deutschland, wir kennen das, das gibt es überall, das kann man überall in jedem Bundesland fast gefühlt machen, aber dort ist es tatsächlich etwas ganz Besonderes. Und daher haben sie sich gesagt, bauen wir halt für den Kommerz diese Schlossanlage. Unten hat man auch zum Beispiel die ganzen Swim-Up-Suiten drin, 20, 30 Stück sind es. Und hat noch den Spa und den Spa-Bereich, ein Restaurant da und hat hier also auch etwas außerhalb vom Areal, also etwas abseits vom Areal von der Main Location, einen Ort geschaffen, wo man eben für frisch Verliebte oder auch für Erholungssuchende eben nochmal einen Ort der Entspannung geschaffen hat. Was man jetzt leider nicht sieht auf dem Bild, ist einmal unsere One-Bedroom-Suite mit eigenem Pool. Die ist natürlich als Honeymoon-Suite ausgelegt und durfte selber einige Fotos von oben schießen und habe dann natürlich auch Gäste gehabt, die mir oben nach oben geguckt haben und mir zugewunken haben. Und ganz ehrlich, man fühlt sich wie der König vom Resort, also wenn nicht sogar der König vom Domrep, gerade wenn man mit dem Wissen reingeht und sich sagt, ich bin der Einzige auf dieser ganzen Insel, der die Möglichkeit hat, so zu übernachten, wie es hier in dem Resort der Fall ist. Tatsächlich gibt es hier auch etwas Historisches, das könnt ihr euren Gästen sagen, wenn sie nämlich reinkommt, die Rezeption und die Bar, die Lobbybar befinden sich beide in einem der historischen Teil der Anlage. Dort ist nämlich eine große Kirche gewesen, die man damals dann hat umbauen lassen. Die wurde wohl nicht genutzt und haben sie dann gekauft vom Staat. Tatsächlich aber gibt es auch also etwas Historisches in dieser Anlage, auch wenn man natürlich im ersten Blick vermuten würde, dass es die Schlossanlage ist. Tatsächlich ist es aber eben andersrum. Home to the Castle nennen wir das. Insgesamt gibt es aber bei unseren 330 Zimmern 19 mögliche Kategorien. Also da wünsche ich Ihnen schon jetzt viel Spaß am Counter. Alleine 6 davon sind Villentypen. Hier haben wir also auch tatsächlich das breiteste Angebot gef oder das breit gefächertste Angebot, das wir zu bieten haben in unserem Portfolio von Playa Hotels and Resorts. Hinzu kommt noch einmal das Sanctuary Town. Das ist eine exklusive Dining Experience. Diese gehört zwar zum Resort selber dazu, erlaubt aber auch Einheimischen vor Ort selber mal vorbeizukommen an einem Tag. Es kommt zum Beispiel auch der Zirkus immer wieder regelmäßig dorthin. Und dieses Sanctuary Town sind einfach mehrere kleine Gebäude von unserem Chinesen über unser Steakhouse, über unser kleiner Bierstore. Dort kann man zum Beispiel aus 50 verschiedenen Ländern der Welt Bier kosten. Ist leider nicht im All-Inclusive-Angebot inkludiert, aber trotzdem die $5 immer wert. Gerade wenn man hier eben auch nochmal an Sachen rankommt, die bei uns im europäischen Raum gar nicht so bekannt sind. Ich gebe ja nur mal so als Tipp zum Beispiel indisches Bier. Das kriegen wir bei uns eher schwierig. Dort war es vorhanden. Dann haben wir hier, wie gesagt, noch einmal die Schlossanlage, wirklich schön gelegen. Und wenn man weiter oben im Bild guckt, sieht man dann einmal unseren Wohnblock und dahinter befindet sich dann auch gleich der Hauptpool. Man ist also auch hier wirklich weit weg von jeglichem Lärm, von jeglichen störenden Vibes, wie man es ja heutzutage nennen würde, sondern man läuft tatsächlich 2, 3 Minuten zum Hauptpool und circa 5 Minuten bis zum Buffet-Restaurant, ermöglicht aber hier halt ein ungestörtes und ungestörte Zweisamkeit voll zu genießen.
Ich bedanke mich jetzt schon mal einmal für eure Anteilnahme. Bitte noch nicht ausschalten. Wir sind noch nicht fertig. Es kommt jetzt noch einmal für euch ein kleines Update zu Player Rewards. Ich habe dafür eine Einführung für euch mitgenommen. Falls ihr Fragen oder Probleme jetzt schon habt, schaut euch gerne die Präsentation an, schreibt mir aber jetzt schon eure Fragen. Dann kann ich mir die nämlich gleich durchlesen, bis, wenn die Präsentation ist, fertig ist und nochmal drauf eingehen. Ansonsten, ihr habt meine E-Mail gesehen. Ansonsten einfach auf Player Rewards gehen. Da werdet ihr auch nochmal meine Kontaktdaten finden. Könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben. Ich bin für euch da, wie gesagt, einfach nur Fragen. Ansonsten seht ihr ja, wenn ihr Fragen habt, was ist gerade Player Rewards? Es ist unser Belohnungsprogramm. Hier habe ich jetzt das Hyatt Zilara Cancun angegeben und da kannst du zum Beispiel bis zu 25 € pro Buchung wiederbekommen. Heißt also, einfach wenn du eine Buchung tätigst, das ist uns auch vollkommen egal, wo du das tätigst, ob es einen der größeren Tour Operator ist oder ob du das ganz eigenständig gemacht hast. Es geht vor allen Dingen darum, dass diese Buchung mehr als 7 Tage hat. Dieses musst du dann in unser System eintragen. Das dauert circa 3 Minuten pro Buchung. Und dann kriegst du innerhalb, so wie die Buchung bestätigt wurde. Und das passiert in dem Moment, in dem die Gäste bei uns einchecken, kriegt ihr dann das Geld sozusagen per Payback wieder. Aber ich möchte gar nicht so weit vorweggreifen. Wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Anteilnahme und wünsche euch viel Spaß beim Video.
So, dann schauen wir mal rein. Ah, ihr hattet keinen Ton. Okay, das tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß denn leider jetzt auch nicht spontan, was fehlgeleitet, was falsch gelaufen ist. Bitte schreibt mir doch eine Mail. Ich schreibe sie auch nochmal hier rein. At amglimited.biz. So, dann habt ihr jetzt hier nochmal einmal meine E-Mail-Adresse. Bitte schreibt mir einfach nochmal kurz, dass ihr die Präsentation haben wollt oder am besten auch nur die Einführung und dann schicke ich die euch nochmal per WeTransfer zu. Dann habt ihr es auf jeden Fall mit Ton. Wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich natürlich jetzt beenden und wünsche euch allen noch eine schöne Woche und bis bald. Keine Fragen mehr? Okay, gut. Ich denke, dann ist alles beantwortet. Na klar. Bitte sehr, Monika, und auch dir, Antje, wünsche ich einen wunderschönen Tag. Bis bald hoffentlich. Man sieht sich auf der nächsten Roadshow. Auf Wiedersehen. Tschüss.